Etwa 15 von 100 Frauen in Deutschland leiden unter Harninkontinenz. Meist handelt es sich um eine Belastungsinkontinenz, bei der es beim Husten, Niesen und Lachen zum Abgang kleiner Urinmengen kommt. Dranginkontinenz dagegen geht mit plötzlichem Harndrang und dem Verlust größerer Mengen von Urin einher. Mögliche Ursachen für Harninkontinenz sind: erstens Blasenentzündung. Wer plötzlich ständig zur Toilette muss, könnte unter einer Blasenentzündung leiden, vor allem wenn Beschwerden wie Brennen beim Wasserlassen hinzukommen. Auch vorübergehende Inkontinenz ist möglich. Zweitens Östrogenmangel. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel. Der Hormonmangel kann Bindegewebe und Muskeln im Bereich von Blase und Harnröhre schwächen und zu einer Harninkontinenz führen. Drittens Beckenbodenschwäche. Eine Beckenbodenschwäche ist eine häufige Ursache für eine Belastungsinkontinenz. Sie entsteht beispielsweise im Alter durch hormonelle Veränderungen, Schwangerschaft oder Übergewicht. Und viertens Reizblase. Bei einer Reizblase zieht sich die Blase unwillkürlich zusammen, was einen überfallartigen Harndrang zur Folge hat. Die Folge ist Dranginkontinenz. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, rechtzeitig zur Toilette zu kommen. Ursachen sind beispielsweise Blasensteine, Östrogenmangel sowie eine Blasen- oder Gebärmuttersenkung.